Gott hier die Soldaten beten. Unser Gott ist unsere Pflicht. Aus den Schlünden der Kanonen unsere stärkste Liebe spricht. Bring uns, Herr, ins Paradies. Europa wird es nicht geben, weil es Europa schon gab. Du machst noch viel zu wollen. Dieser Krieg ist eine von Gott über diese Völker verhängte Strafe. Und wir Deutschen sind zusammen mit unseren Verbündeten die Vollstrecker des göttlichen Strafgerichts. Es ist zweifellos, dass das Reich Gottes durch diesen Krieg gewaltig gefördert und vertieft werden wird. Und man muss ihr klar bestimmt eingestehen, Jesus hat das Gebot, liebet eure Feinde. Nur für den Verkehr zwischen den einzelnen Menschen gegeben, aber nicht für das Verhältnis der Völker zueinander. Wir treiben den Preis, wir trinken und treiben und trinken das Blut, wir fassen das Blut. Wir trinken und treiben und trinken des Heils, wir treiben den Preis, schlaft gut, schlaft gut. Wir trinken nicht leis. Aber unser Eins nimmt ein Erdbeben als Protest gegen die Sicherheit dieser Ordnung ohne weiteres hin. Und zweifelt keinen Augenblick an der Möglichkeit, dass ein Übermaß menschlicher Dummheit die Elemente empören könnte. Auf die Not des Nebenmenschen gebocht, am Brand des Nachbarn die Suppe gekocht. Von fremdem Hunger die Nahrung genommen und sich dabei selbst nichts abbekommen. Die Prüfung war schwer. Vernehmt das Ergebnis. Wir planen mit euch ein besonderes Erlebnis. Fern seid's von uns, euch zu annektieren. Wir würden dadurch an Prestige verlieren. Was wir wissen, dass es nach der Ordnung dieser Welt eine andere gibt. Was für eine ist es? Wir wissen es nicht. Die Anzahl und Reihenfolge der möglichen Vermutungen auf diesem Gebiet ist gerade das Unendliche. Und was ist das Unendliche?